Andi, jetzt weiß ich immer, warum deine Freundin zu dir sagt, Andi, du hängst. Weil du hängst hier nur im Mittelkreis rum. Nach vorne jetzt. Ja, und das dickste Ei? Sag mal. Oh, haben die Bayern sich schön selbst zu Ostern ins Nest gelegt, ne? Aus den heiligen Worten von Olli Kahn. Wir brauchen Eier, Eier, Eier. Wird jetzt? Wir brauchen Eier, Eier. Gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal auszuscheiden, vorher aber den BVB so richtig doll wegzuhauen, ne? Ist ungefähr so, wie wenn du sagst, Ostern hat eine geschlossene Kausalkette von Auferstehung Jesus und wir suchen bunte Eier im Garten. Das T für Tuchel steht für Triple. Also Stand. Der DFB-Pokal ist einfach auch nicht das Niveau von Bayern München. Das muss man ganz klar mal sagen. Und das Wort Streichliste bekommt eine ganz neue Bedeutung. Bei den Bayern wird ein Titel gestrichen und auf der Liste vom Streich kommt hoffentlich einer dazu. Stefan! Nur weil ein Pups im Frühjahr Flatulenz heißt, riecht er noch lange nicht besser. Ist doch alles gut bei den Bayern. Labbadia und Nagelsmann stehen schon in den Startlöchern. Der Tuchel geht wieder zu Chelsea. Die Kommunikationspanne von Hoeneß, Kahn und Brazzo, die hat es überhaupt nie gegeben. Und zur Feier des Tages bringt Hermann Gerland 4 Paletten Whisky-Cola auf die Geschäftsstelle bei den Bayern. Und dann stoßen alle an auf das alte, neue Mir san Mir. Christian, dich braucht jeder. Zumindest haben alle gerade hier gesagt, du hast noch gefehlt. Aber die Realität beim FC Bayern München sieht doch ganz anders aus. Aus der Führungsetage hat noch keiner das Handtuch geschmissen, weil der Zeugwart gesagt hat, dann haben wir zu viel Schmutzwäsche. Und das Mir san Mir Gefühl ist wie ein Kondom. Das hast du vor 10 Jahren auch noch anders benutzt. Heute packst du die Dinger aus, ziehst sie über die Füße und sagst, geil. Die Rheumasocken haben so Anti-Stoppnoppen. Stefan, klingel dein Telefon nicht! Dann bin ich das! In der Bundesliga, da stehen so viele Clubs unter Druck. Kleiner Tipp für Ostern an alle Bundesliga-Trainer, jetzt nicht kurzfristig in Skiurlaub fahren. Schalke 04 kommt mit 15.000 Fans nach Hoffenheim. Ein ganz kleiner Tipp an die TSG, dieses Mal braucht ihr das erste Mal in eurer Bundesliga-Geschichte bei einem Heimspiel mehr als einen Bierstand, der auf hat. Und in Stuttgart endlich ein neuer Trainer. Kann der Hoeneß Abstiegskampf, ne? Der 4. Trainer in der Saison, da sagen selbst die HSV-Fans Hut ab. Beim BVB ist es gerade so, als würden Schweine diskutieren, ne? Man stellt sich wieder die Grundsatzfrage. Ist Marco Reus der richtige Mann, mit dem man Titel gewinnen kann? Liegt natürlich immer nur in einem Spieler. Ist klar, der Kobel letzte Woche, dann sagen alle, nee, mit dem sind wir an die Tabellenspitze. Ja, aber jetzt hast du Glück, dass die Bayern nochmal nach Freiburg müssen. Oder nochmal gegen Freiburg ran müssen. Aber in Dortmund, da machen sie es so wie hier, ne? Die Spieler fallen auch nur über die eigenen Füße. Hermann, eigentlich ist bei dir ja alles in Ordnung. Du tust zumindest so. Aber tief im Innern in dir drinne, hast du schon wieder Hunger. Ja, der Hermann hat uns dieses Jahr wieder zum Osterbrunch eingeladen. Das hat Tradition. Das ist letztes Jahr komplett eskaliert. Der hatte in der Garage 36 Kisten Pilz. Und drüber hing ein Banner, wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus. In diesem Sinne, frohe Ostern. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat auf dem Platz bei uns Kopfhörer gefunden mit den Initialen L.R. Und der Besitzer kann sich gerne melden. Gegen den SC Freiburg im Pokal auszuscheiden, ne? Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, dann Osa... Na, nochmal. Gegen den SC Freiburg im DFB... Oh, sag mal. Gegen den DFB-Pokal im SC Freiburg auszuscheiden.